Da wären wir, Leute. Mittlerweile im 32. Kapitel. Es nähert sich gewaltig dem Ende. Legen wir los. Das ist die größte Schlacht bisher. Ja, das wird auch eines der gigantischsten Kapitel. Und wie ich schon sagte, mit einer sehr unrealistischen Bedingung. Ich bin gespannt, wie gut wir uns da schlagen. Hector schreitet voran und der letzte Wunsch seines Bruders Uta geht mit ihm. Jawohl. Sein Ziel ist die Insel des Grauens. Dort erwartet ihn ein Feind, den es zu besiegen gilt. Nergal umgibt sich mit seinen Morphs und erwartet Hectors Ankunft. Das letzte Gefecht naht. Jawohl, also zurück zur Insel des Grauens. So, Sieg oder Tod. Wir sind gut vorbereitet, wir haben ja ordentlich eingekauft, also... Oh ja, Leute. Und selbst hier gibt es noch einen Geheimladen, der sich auch lohnen wird, den wir mitnehmen sollten. Dort können wir dann vor allem noch Staberfahrung generieren. Was vorteilhaft sein sollte. Oh, wir sind am Ziel. Fergus, ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken kann. Ja, vergiss es, mein Junge. Bist du sicher, dass du unsere Hilfe nicht weiter brauchen wirst? Vages Piraten bringen die Damen zum Lächeln. Und die Schurken zum Weinen. Wir könnten nützlich sein. Danke für eure Sorge, aber von hier an müssen wir aber alleine weiter. Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird, aber ihr könntet eine Nachricht für uns überbringen. Selbst wenn es uns gelingt, Nergal zu besiegen, gibt es keine Garantie dafür, dass wir die Schlacht überleben. Wir könnten, wenn wir nicht zurückkehren... Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber... Darüber mache ich mir Gedanken, wenn die Zeit gekommen ist. Keine Sorge. Vielen Dank. Auch wegen Nils. Ich weiß, ich werde die Verantwortung für ihn übernehmen. Nils? Wir müssen jetzt gehen. Wir werden Nergals Ambitionen zerschlagen und ihn bezwingen. Du wartest hier und ruhst dich bis zu unserer Rückkehr aus, ja? Nils, ich glaube nicht, dass du mir vergeben wirst. Ganz egal, wie ich mich bei dir zu entschuldigen versuche. Aber bitte, hör mich an. Unsere Macht ist kein Vergleich zu der von Nergal. Aber trotzdem können wir jetzt nicht aufgeben. Ich muss auch Ninians letzten Wunsch erfüllen. Niemals werde ich mich dieser Pflicht entziehen. Also möchte ich, dass auch du dich der Realität stellst. Es muss nicht jetzt geschehen. Erst musst du den Schmerz überwinden, wenn du dich erholt hast. Ich bin sicher, dass Ninian es so gewollt hätte. Gut, Vages, wir gehen jetzt. Ey, vermassel die Sache nicht, Welpen! Irgendwie hätte ich ja ganz gerne Vages, so. Ich meine, der Typ ist ziemlich OP, ja. Das wäre schon ganz lustig, irgendwie. Aber na gut. Oi, Dad, mach mal schön langsam. Ja, was gibt's, Captain? Gibt's da nicht was, das du mir erzählen möchtest? Was? Na gut, sehr schön. Dann verschwinde endlich. Gut. Dad! Was ist denn? Komm hier lebendig wieder zurück. Ich bin doch nur Level 9, Sir. Das war's schon, natürlich werde ich nicht sterben. Oh. Du hast vor 5 Jahren mein Leben gerettet. Würde ich es jetzt einfach so wegwerfen, ziehst du mir sicher das Fell über die Ohren und machst einen Teppich daraus. Ich werde alles unternehmen, um im Leben zu bleiben. Das bedeutet, ich werde einfach an der Basis campen, okay, und gar nichts tun. Ei, ach ja, dann ab mit dir. Und pass mir gut auf die jungen Welpen auf. Ei, ei, Captain. Nun denn, jetzt heißt es zurück an Bord und warten. Komm, Junge. Oh, ich hab's vergessen. Ich hätte ihnen doch noch etwas Wichtiges geben sollen. Etwas, das im Kampf von großem Nutzen sein könnte. Ich kann nicht glauben, dass ich so etwas vergessen konnte. Dann muss ich ihnen wohl jemanden hinterher schicken. Ich werde gehen. Oh, bist du sicher, dass du das auf dich nehmen möchtest? Das bin ich. Dann bin ich erleichtert. Lebe und kehr zurück, Welpe. Da rennt er hinterher, jawohl. Nils, endlich. Endlich können wir ihn wieder einsetzen. Meine Güte, hat ein bisschen lange gedauert. Aber sehr schön, das Ganze. Sie kommen also. Gelim, Stella, bringe ihre Quintessenzen zu mir. Sire. Ich habe dir Magie verliehen, die stärker ist als alles, was auf diesem Kontinent gefunden werden kann. Durch diese Magie hast auch du große Macht empfangen. Perfekte Stärke und perfekte Schönheit ist mein Meisterwerk, Limstella. Dein Fleisch kann die Macht dieses Zaubers nicht lange ertragen. Vor dem Morgen wird dein ganzer Körper verdorben sein. Aber dies ist es, wonach es dich verlangt, nicht wahr? Die Chance zu halten, für mich in den Tod zu gehen. Wie ihr wünscht. Schwupp. Und weg. Alle können sie sich schön fancy teleporten, weißt du? Unglaublich.
So weit, so gut. Noch ein kurzes Stück und wir sind am Drachentor. Wir sind ohne Probleme bis hierher vorgedrungen. Ich frage mich, wann sich Graubart endlich zeigen wird. Was sollen wir jetzt tun? Warten? Lass mich nachdenken. Lord Elliwood, Vorsicht, weicht aus! Da kommen sie wieder mit dem Gewitter, weißt du? Nils, du bist gekommen. Das bin ich. Ich kann nicht länger davonlaufen. Ich werde Ninians Platz einnehmen. Ich muss ihre Aufgabe erfüllen. Nein, ich muss Ninians und meine Aufgabe erfüllen. Ich werde mit euch kämpfen. Und gemeinsam werden wir den Kurs des Schicksals ändern. Gut gesprochen. Jetzt klingst du wie ein Mann. Nils, wie schön, dass du hier bist. Tut mir leid, wenn ich euch Sorgen bereitet haben sollte. Es geht mir jetzt wieder gut. Keine Zeit für Gespräche mit irgendwo ein Gewittermagier übrigens abhängt, so. Und jetzt Schluss mit dem Versteckspiel. Komm raus und zeig dich. Ich weiß, dass du da bist. Hä? Was? Na, da ist er ja. Wer? Lim Stella, diejenige, die immer näher als Seite zu finden ist. Haar wie Ebenholz, goldene Augen, du bist ein Morph, nicht wahr? Ich bin gekommen, um eure Quintessenzen zu holen. Kommt hervor, meine niederen Diener. Na, das ging ja schnell. Zup. Hier ein paar Diener, fertig. GG. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Oh, übrigens eines der besten Musikstücke meiner Meinung nach, was ihr gerade spielt. Werden wir, glaube ich, später auch noch ein bisschen hören. Kann man aber sehr genießen, das ist schön heroisch. Egal wie viele es sind, es gibt nun kein Zurück mehr. Er hat noch keine Drachen gerufen. Wenn wir jetzt aufbrechen, haben wir noch Zeit, ihn aufzuhalten. Chris, es beginnt, die letzte Schlacht. Schade, dass es nur so kurz spielt. Ich finde übrigens, man hätte es einfach durchspielen lassen sollen und hier in den Vorbereitungen, dass es einfach auch spielt. Das wäre irgendwie ziemlich episch, weil es ist nun mal die größte Schlacht. Können wir mal ganz kurz nachgucken. Ja, wunderbar. Ja, das wollte ich sehen. Ja, so muss das sein. Yes. Sauber, sauber. Das sehe ich doch gerne. Aber wir werden heute mit richtigen Scrub-Units kämpfen. Das kann lustig werden. Ich hoffe, es wird nicht zu sehr ein Rage-Kapitel, weil es könnte viel passieren mit solchen Einheiten, die man normal garantiert mich ja dabei hätte, aber die XP-Bedingung für dieses Kapitel ist so krank. Aber ich denke, ich konnte es auf ungefähr 50 Level-Ups reduzieren insgesamt, mit dem, was ich zuvor angespart habe und der Arena. Gehen wir davon aus, dass wir vielleicht noch 10 Level-Ups schaffen im Folgekapitel, also im letzten Bonus-Kapitel quasi. Was, glaube ich, nicht so optimistisch ist, weil es dort nur promotete Einheiten gibt. Dann könnten wir vielleicht auf etwa 40 hier kommen. Aber das ist trotzdem eine utopische Masse, das sage ich euch gleich. Ein paar Leute haben ja ein bisschen Arena-Training zumindest noch bekommen. Wird trotzdem irrsinnig werden. Kann ich euch jetzt schon sagen. Und euch sollte ich trotzdem nicht mitnehmen, weil das wird nicht... Wie soll das funktionieren? Wie soll das... Das wird nicht funktionieren, Mann. Die werden sterben wie die Fliegen. Hawkeye will ich eigentlich tatsächlich nicht mitnehmen, weil der Typ ist jetzt Level 15, der kriegt halt nicht so viel. Heath geht noch ganz gut, das ist klar. Vielleicht auch sowas wie Luise könnte bestimmt auch noch ganz gut was mitnehmen. Wir haben selbst noch Oswin oder Lucius, die natürlich sehr fleißige Erfahrungen sammeln könnten. Wobei die vielleicht dann auch für das nächste Kapitel noch ganz brauchbar werden können. Ich muss mal gucken. Hawken würde ich eigentlich auch ganz gerne mitnehmen. Wir brauchen schon noch irgendwas Kräftiges mit dabei, ne? Vielleicht auch mal wieder Marcus tatsächlich mal mitnehmen. Ist nicht mal so blöd. Jetzt gucke ich mal ganz kurz einfach nur die Inventare durch, ob wir auch irgendwas uns noch krallen können, dass sich ein Dieb lohnt. Na, ja, hier wird ein Fimbulwinter gedroppt. Ganz nett. Hier ein Nosferatu, aber automatisch. Oh, guck mal, die hat einen doppelten S-Rang. Das ist witzig. War es nicht so, dass Lim Stella auch eine eigene Waisenklasse hatte? Ich glaube, Sophie hatte eine, ne? Hatte Lim Stella auch eine? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht mal, oder? Weil ich glaube, das Resistenzcap war 30. Irgendwas hat erhöhte Caps jedenfalls. Mich wundert nur der doppelte S-Rang gerade ein bisschen. Aber okay. Glück 0 ist ganz nett. Das heißt, Lim Stella ist halt richtig fragil, was Crits betrifft. Also, da kann man sich auf jeden Fall mal ordentlich mit ihr anlegen. Kein Problem. Sag mal, diesen Fimbulwinter, der ist sogar noch eins stärker. Als Gewitter, ne? Ja, ein schöner Zauber. Ich finde ihn nicht mal so schwer für sein Niveau übrigens. 12, ja gut für Magier. Zieht schon gut runter, aber es gibt viel schlimmere Magiesorten noch. Das geht noch. Oh, lol, sie hat eine Con von 4. Guckt euch das mal an. Das heißt ja, sie ist extrem langsam, by the way. Die hat nur 11 Geschwindigkeit. Mit Gewitter wahrscheinlich noch viel, viel weniger, ja. Damit würde sie um 16 runtergezogen werden. Hätte nur 3 Geschwindigkeit. Ja, gut,
Verstummen lassen wird man sie wohl kaum bei 25 Rest, das ist nicht wirklich gut machbar. Aber man könnte jemanden zum Beispiel hinstellen mit Ninnis Anmut oder so, wenn wir noch was übrig haben, dann ist das eine ganz feine Sache. Limstella ist schon sehr mächtig, muss man sagen. Irgendwie ziemlich cool. Der stärkste der von Ärger erschaffenen Morphs, okay. Na gut, auf Morph jetzt bezogen, weil ich glaube, Limstella war doch sogar an sich neutral, oder? War da nicht irgendwas? Ich denke schon. Ganz interessant. Ja, da droppt, glaube ich, auch eventuell sein Fenrir-Buch, ne? Ist halt die Frage. Er müsste zu Nosferatu wechseln. Ob man das realistisch bewirkt? Glaube ich fast nicht, oder? Das wäre eigentlich nur realistisch machbar, wenn er jemanden mit Nosferatu doppeln würde. Nee. Ich glaube, in dem Bereich kommen wir schwer rein. Ich weiß aber gar nicht, was gerade mehr wert ist. Könnte sogar sein, dass sich das gar nicht so viel nimmt, weil Nosferatu ist auch ein schweineteures Zauberbuch. Und wir sind gerade auf 5 Star, so oder so, also machen wir uns nichts vor, ja. Wir sind erstmal fein raus, was Funds betrifft. Einzig und alleine EXP, das ist das Einzige, was aktuell halt jetzt nochmal richtig heftig werden kann. Der Rest sollte eigentlich alles in trockenen Tüchern sein, komplett. Wir werden uns da oben auch noch, hier gibt es einen Geheimladen, ich denke, das war hier auf diesem Feld. Dort können wir uns Purgative kaufen. Und mit diesen Purgativen können wir auch nochmal ordentlich Erfahrung zusätzlich generieren. Müssen wir aber auch durchziehen. Jetzt ist es so, dass sie inzwischen auch ganz schön weit schon ist. Puh. Ach ja, wenn wir schon dabei sind, du kriegst auch noch die Schmiede, ne? Das werden wir einen kurzen Trade dann später einfach machen. Und mit Teleport können wir auch ein bisschen arbeiten, in dem Kapitel sowieso. Bietet sich, denke ich, an. Wir haben übrigens auch noch diese Schlafstäbe und so, also eventuell benutze ich da auch mal irgendwas, dass wir... Weil das Gute an Schlaf ist, wenn ich das einsetze, dann kann ich halt... Also derjenige ist halt sehr lange weg und das heißt, ich kann sehr schwache Einheiten einfach konstant ihn angreifen lassen und ihn vielleicht wieder einschläfern. Das können wir vielleicht mit irgendeiner entwickelten Einheit machen. Deswegen ist, glaube ich, Schlaf gar nicht mal so schlecht, effektiv betrachtet. Auch können wir die Schmiede noch zweimal nutzen, das dürfen wir übrigens auch nicht vergessen, ja. Das ist auch noch ziemlich wichtig, dass wir doch noch so viele Anwendungsmöglichkeiten haben insgesamt. Aber ich gebe nicht, glaube ich, ihr den Schlaf, das ist Quatsch. Wir brauchen jemanden, der richtig viel Magie hat und so am besten dafür. Aber die Erholung kriegt sie auf jeden Fall safe, das ist richtig so. So, hier haben wir doch noch irgendwo... Ah ne, Quatsch, haben wir ja noch nicht richtig. Wir kriegen ja noch einen Ring. Der ist aber schlecht, also... Ach ja, und durch den Großeinkauf sollte ich vielleicht sowieso erstmal das Ganze hier offscreen machen. Ganz im Ernst, Leute, weil... Holy shit, ich habe ein bisschen viel Zeugs gerade, was ich verteilen muss. Und ich glaube, das wird ganz schön viel Zeit beanspruchen. Elliwood und Lynn muss ich, glaube ich, nicht mitnehmen, oder? Nee, das heißt, die kommen auch erstmal raus, weil die sind nämlich... Im Finale brauche ich die ja sowieso. Und das heißt, wir können hier das letzte Level-Up mit Elliwood dann dort machen und mit Lynn noch 4 Level-Ups eventuell, wenn alles gut läuft. Elliwood muss im Prinzip nur irgendjemanden antatschen und dann kriegt er ja schon sein letztes Level-Up, ist ja kein Problem. Müssen wir ein bisschen aussortieren und so. Wir können sehr viele Leute mitnehmen. Kein Problem, aber es wird sehr, sehr lustig. Wir werden oft damit zu kämpfen haben. Zwecks Range und so von feindlichen Gegnern. Also, wow, das wird utopisch werden, ich sag's euch. Uff, die alle durchzubringen jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Good luck, ne? Aber wir sehen uns gleich. Macht die Vorbereitungen. Man, ihr habt ganz schön viele KP, fällt mir auch teilweise so auf. Aber gut, es ist nun mal wie es ist. Könnte frustreich werden, aber wir werden sehen. Das liegt dann auch nur an den Ranks. Aber bis gleich. So, Leute, jetzt wäre ich auch schon bereit. Ach du meine Güte, das hat jetzt gedauert. Das ist eine große Map, muss man sich gut vorbereiten. Unsere XP-Ranks müssen stimmen. Wir haben eine sehr bunte Mischung mal wieder. Wer hätte es gedacht? Aber damit lässt sich, denke ich, auch einiges regeln. Hector und Nils sind Pflicht, das ist selbsterklärend. Sera kann natürlich noch mit Stäben ordentlich trainieren, das ist logisch. Bei Priscilla gilt natürlich das Gleiche. Auch Erk ist selbsterklärend, auch wenn er absolut schrecklich sagt. Aber gut, okay. Raph ist, ja, auch jemand, der vielleicht noch etwas nachziehen kann. Wir haben so ein paar Meisterwaffen, vielleicht können zumindest die schwachen Einheiten damit noch hier und da glänzen. Das hoffe ich auch bei Lowen so ein bisschen. Die ist das Gleiche, dem muss ich übrigens noch ein Schwert geben, sehe ich gerade, ein zusätzliches. Ist das noch ein Slot frei, das geht nicht. Isadora kann mit, die ist nämlich noch sehr low level, dafür, dass sie weiterentwickelt ist. Kann also doch noch gut was generieren, wenn es gut läuft. Pent, selbsterklärend mit Stäben, klar. Thief, auch noch einigermaßen low level, dasselbe gilt für Louise und Zane. Hawken ist schon ein bisschen höher, aber der braucht seinen Ausgleich auch so ein bisschen. Dasselbe mit Geats, wir brauchen auch irgendwo noch starke Einheiten, die eben mithalten können und für diverse Situationen geeignet sind, wo andere leichter versagen könnten. Und wenn wir schon dabei sind, ach ja, du kannst ja nur Schwerter nehmen, ich habe jetzt aktuell nur noch diese ganzen Sachen. Na gut, okay. Ist okay, Leute, ist okay.
Let's go, oder? Merlinus ist auch mit dabei, na klar. Hallo, Tektor, dies ist für euch. Das ist dein Erzsiegel, wie bist du dazu gekommen? Fages hat mir aufgetragen, es euch zu überbringen. Willst du mir etwas sagen, der alte Knacker hatte es die ganze Zeit? Er sagt, es würde euch im Kampf helfen, aber ist es denn wirklich etwas so Besonderes? Und ob, es ist so wertvoll wie ein Himmelssiegel. Es ist egal, wo wir es einsetzen, solange wir es nur einsetzen. Aha. Das sagst du jetzt. Und vergiss dabei, dass wir Ranked spielen. Tut mir leid, Hector. Das geht an Merlinus. Erzähl ihr keine falschen Sachen, ja? Von wegen benutzen. Als ob man solche Sachen benutzen würde. Ja. Das wäre ja zu einfach, ne? Oh Mann. Oh, das kann heute was werden, ich sag's euch. Generell, dieses Kapitel kann was werden. Uff. Ich muss erstmal mich orientieren. Ich würde euch ganz gerne Hector irgendwie mal rüberfliegen, um ehrlich zu sein. Hector sollte so oder so eigentlich ganz gut klarkommen können, oder? Die Frage ist echt, wie wir uns aufteilen wollen. Ich weiß auch nicht, was sich alles auf uns zubewegt und was das nicht tun wird, so. Ah, Gewicht 7 ist ja perfekt für dich, ne? Das ist auch ziemlich gut eigentlich. Wirst du nicht runtergezogen, das ist doch stabil. Okay, also kommt maximal bis zu diesem Wald, alles klar. Ich lasse mal Pent und Luise zusammen. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ach ja, wir haben unseren Schlaf. Wir haben tatsächlich einen Treffer von 100. Und hier haben wir 91, 96, 100. Krass. Ich glaube, dieser Schwertmeister ist nicht mal so schlimm, oder? Bis auf seinen Wodau 26 Damagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir doch so viel mit Schlaf rausholen könnten, gegebenenfalls. Aber wir brauchen auch irgendwie eine sichere Möglichkeit, dann anzugreifen. Aber Schlaf ist tatsächlich eine realistische Möglichkeit, um ganz gut gegen diese Leute hier vorgehen zu können. Kann ich bei einem Langspeer einfach bleiben? Ist das fatal? Wahrscheinlich nicht, oder? Aktuell. Naja doch, du hast eine Silberaxt und kommst tatsächlich auf Nahkampf noch ran. Ich unterschätze immer, ich vergesse immer, dass sie doch so niedrige Con hat, ne? Das ist immer ein bisschen problematisch bei ihr. Aber ja, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Leute, die mal darüber gehen. Auf Schlaf verzichte ich noch, den wollen wir auf jeden Fall möglichst präzise dann triggern. Ja, mach das doch mal so. Okay. Da ist der Weg hier frei. Dann würde ich ganz gerne eigentlich nur Hector hier einladen. Geht Nils bis dahin, das heißt, wir schauen einfach mal, dass wir irgendwie mit Tief dich rausretten. Ach, Moment mal, geht das überhaupt? Ja. Gerade so, haha. Uff, das ist aber ziemlich gut sogar. Das heißt, ein entwickelter Tief sind eine der wenigen Einheiten, die auch sehr gut damit klarkommen mit Hector, weil normal ist das ein großes Problem. Du. Okay, wir können dich noch nicht direkt absetzen, aber in der nächsten Runde bist du dran, Hector. Das ist ganz gut. Ja, und ich meine, du hältst dich sowieso. Da sehe ich jetzt kein Problem. Gucken wir nochmal kurz, ob da irgendwas an uns rankommt, aber ich glaube, da drüben sind wir tatsächlich recht safe, das ist ganz cool. Also das können wir auf jeden Fall schon mal dann machen. Dass da schon mal jemand unterwegs. Zane ist einigermaßen robust gebaut und wir haben so ein paar sehr gute Waffen natürlich jetzt, die das Waffendreieck ein bisschen kontrollieren können. Ach ja, die Schmiede, richtig. Die hast du jetzt aktuell dabei, ne? Muss dann nur kurz irgendwas, ein anderes Inventar kurz traden, ist aber kein Problem. Nur, dass der Teleport dann gleich wieder ready ist. Genau, mach das mal kurz so. Moment. Ne, der Teleport muss rüber. Nicht durcheinander kommen, please. Und erneut wird der Teleport hergestellt. Ein wahrer Segen ist das Ganze. Okay, ja gut. Isadora ist jetzt nicht unbedingt super stark drauf, ne? Das ist schon gefährlich. Ich glaube, Merlinus ist später mal wieder ideal, um einen einfach reinzustellen zum Campen. Du hast jetzt auch Meisterbögen dabei, also tendenziell würde ich die auch einsetzen. Aktuell kriegen wir noch nicht so sehr auf die Schnauze hier. Ich meine, so schnell war der Typ jetzt auch nicht, ne? Mit 16 Geschwindigkeit sind wir gerade so gut genug mit dabei, ja. Lichtklinge hat 9, das andere würde ihn runterziehen, aber die Lichtklinge kannst du schon mal einsetzen. Das ist jetzt aktuell erstmal kein so großes Problem. Stellen wir uns also erstmal alle hier so ein bisschen daneben. Ihr habt ja auch einen Support zusammen, das könnte tendenziell noch nützlich sein. Da
davon auch nicht vergessen. Weihwasser und so ein Kram werden wir später auch noch brauchen. Könnte ich hier theoretisch mal Merlinus porten? Ich meine, Merlinus in der Festung ist halt hier was, das, ja. Viel Spaß, Leute. Vielleicht mache ich das sogar ganz bewusst. Wisst ihr was? Ja, come on. Das ist einfach zu gut. Wir alle wissen, wie gut Merlinus solche Situationen verkraften kann, ja? Oh boy, es geht weiter mit Glück und Resistenz bei dir, was? Krass. Meine Güte. Die ist so unglaublich resistent, das ist der Wahnsinn, ne? Ach, Sera. Sera und Priscilla neben Erk, das ist doch großartig. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem Lovin alles hat. Ich glaube auch Isadora ist mit dabei. Ist meistens so, diese ganzen Ritter haben viele Supports oft miteinander. Jo, jetzt wird's interessant. Ach ja, stimmt. Gehen die auch in diese Ruinen? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob die... Ich glaube, die zählen so ähnlich wie Dörfer auch, ne? Einfach nur, sind nur anders zu sein. Da muss man, glaube ich, schon aufpassen. Okay, also die Flugeinheiten bewegen sich auf uns zu. Das ist nicht so schön. Das war so klar. Ah. Nice. Okay, aber es passiert an sich nicht so viel. Also realistisch betrachtet kommt man hier, glaube ich, schon ganz gut durch, oder? Ich glaube, den kann ich noch einigermaßen safe mit dir anlocken. Leider nicht in den Wald rein, das stört mich gerade mehr daran. Ach ja, und niemand ist gerade bei Nils, das ist auch ein bisschen schade. Nils kann natürlich mit Philas Macht immer noch gewaltig Leute pushen. Und somit können wir dann hier vielleicht hin und wieder auch wirklich ganz gut was generieren, aber... Uff, das wird interessant, das sage ich euch. Ja, falls du quitten solltest, wäre der Typ so weit unten. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Ich dachte gerade, wir hatten eine Redenaktion. Fehlen nur noch 8 Punkte dann, das ist schon nicht schlecht. Das würden wir relativ leicht hinbekommen, denke ich. Vielleicht sogar dann mit Erk. Das wäre zum Beispiel auch sowas, da würden wir halt richtig viel Tempo gewinnen. Das wäre schon nicht schlecht. Ah ja, wunderbar, genau. Probieren wir es mal, let's go. 43, come on. Schade. Schade, 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 das wäre schon cool gewesen. Aber uns laufen die Optionen hier ja nicht davon. Ist auch guter Schaden. Das ist auch guter Schaden. Die Frage ist halt, wie viel Erk anrichten kann. Ey, das gibt es nicht. Das ist einfach der größte Waschlappen überhaupt, ne? Man tut sich hier einfach keinen Gefallen. Hier haben wir mal 100%. Danach ist der Typ auf 4 unten. Dann kann Erk was machen. Ja, jetzt habe ich auch noch genug Kriegerschwertanwendungen, dass ich das problemlos machen kann. Ich hoffe nur, er crittet sich nicht durch. Danke. Oh ja. Yeah. Er musste meine Level-Ups übrigens zählen. Oh, das war sehr, sehr gut. Für Hawken war das spitze. Oh. Ah, okay, es war so, dass die dann spawnen, wenn man einen bestimmten Punkt überschreitet. Aber ich bin froh, dass da oben Mönche spawnen. Und Bischöfe, weil die sind super schlecht. Das ist die schlechteste gegnerische Einheit so ziemlich, die es gibt. Das ist so auffällig immer, das ist fantastisch. 5 Punkte, 69%. Ob der das schafft? Na gut, ich kann Merlinus jederzeit rausstellen. Ich habe noch genug Optionen. Das wäre bei dir allerdings halt ein riesiger Gewinn. Wenn du das schaffst, Erk. Yes, er hat es hinbekommen, sehr gut. Endlich mal was Sinnvolles von Erk. Ja, 100 Erfahrungspunkte direkt. Wenn wir solche Züge schaffen, muss das nicht unbedingt super schwer sein mit den Erfahrungspunkten. Einfach, weil ich schon... einiges reduzieren konnte insgesamt so. Von diesem sehr schlimmen Goal. Angenommen, der crittet mich, ja? Okay, warte mal. Wie hoch ist überhaupt deine Möglichkeit zu critten? Du hast jetzt 62. Unser Critical Avoid ist bei 30. Okay, ja gut, das ist schon noch eine hohe Chance. Bei Verteidigung 11, wie schlimm ist denn das? Das ist doch 15 Punkte. 45 direkt. Oh. Das ist schade. Das ist sehr schade. Du bist doch wirklich wahnsinnig schnell. Also den könnten wir jetzt aber einschläfern einfach. Dann haben wir es auf jeden Fall leichter. Bin ich auch voll dafür, dass wir das probieren.
Der hatte doch eine ganz gute Quote. 98%, come on. Also wenn das nicht trifft, ne? Schläfer ihn einfach ein. Dann können wir weitergehen. Wunderbar. Oh yeah, ein schlafender Schwertmeister. 5 Züge vor allem. Toll. Das ist auch wirklich grandios, Leute. Uff. Mein Gott, ich weiß gar nicht. Das sind auf jeden Fall Zonentrigger dementsprechend. Das wissen wir jetzt ganz klar. Das hatte ich nicht mal auf dem Schirm, dass das hier zonenmäßig ist. Das Spawnen. Das ist aber teilweise sehr gefährlich. Huh. Gefällt mir so überhaupt nicht. Wenn ich schon mal jemanden hinbringen könnte, um ihn anzugreifen, wäre auch nicht schlecht. Einfach ein paar Punkte generieren irgendwie. Kriegst du mit einem Langspiel überhaupt Damage raus? Lass mal sehen. Das wären minus 4. Dann wärst du bei 15 als Waffendreiecksvorteil, bist du bei 16. Gegen Verteidigung 11 würde sogar gehen. Da er seine 5 Züge Schlaf hat, könnte ich das halt ausnutzen. Aber jetzt mit den Nomaden-Troopern. Oh, das ist ätzend. Die kommen zwar noch nicht an uns ran, aber wir brauchen später eine gute Lösung dafür. Das sind nämlich ganz schön viele. Das kann sehr schnell sehr ätzend werden. Ach ja, du hast der Teleport gerade nicht. Ist aber sowieso in Ordnung, weil auch andere müssen Teleport benutzen, ist mir so aufgefallen. Du hattest eine Stahlaxt. Okay, ja, du würdest dann an Lowen rankommen, was aber nicht unbedingt schlecht ist. Aktuell haben wir keine Distanz. Ja, das wird trotzdem gefährlich. Warte mal. Ach, wir hatten aber einen Berserkerstab dabei. Der kommt aber nicht hier ran, glücklicherweise. Wir sind tatsächlich dann außen vor erstmal. Interessant. Er hatte doch einen recht schnellen Support, glaube ich. Ich meine, Isadora und Hawkman mit einigermaßen schnellen Support. Weil es halt lore-technisch auch Sinn ergibt, so ne. Klar. Ist ja bekannt, dass sie in einer Beziehung stehen. Okay, also da können wir auf jeden Fall mal mit Gi rein, das ist kein Problem. Auch Zane kann ich dazustellen. Wir müssen nur aus seinem Range hier draußen bleiben, das ist wichtig. Aber solange wir das tun, sollte uns erstmal relativ wenig passieren. Die Sache ist, es gibt eigentlich kaum Distanzmagier. Das finde ich eigentlich ganz angenehm auf der Karte. Bis auf Limstella selbst und da oben haben wir einen Typen. Es ist halt nur die Frage, was noch nachspawnt. Ach nee, ich glaube, hier ist noch einer, oder? Ja. Und den gibt's schon noch, aber der hat sich jetzt auch noch nicht bewegt. Die Frage ist halt, was jetzt noch alles spawnen wird, gegebenenfalls. Ich habe die leider nicht auswendig auf dem Schirm und das ärgert mich. Okay, da ist jetzt auch noch nichts gespawnt. Ist gut so. Könnte ich dich theoretisch 2 Angriffen aussetzen? Mit einem Axtmeister eigentlich schon, oder? Stabil, Zane, stabil. 12 Schadenspunkte. Okay, wenn du 12 machst bei 26, wie viel machst du? 37, machst also 11 mehr. Moment. Nochmal kurz umrechnen, ja? 11 mehr. Also kriegen wir 23 und 12. Verdammt, das geht exakt auf, das gibt's doch nicht. Es ist allerdings extrem unrealistisch, dass mich beide treffen würden. Das muss man dazu sagen. Mit 37 wird selbst bei dir ein bisschen schwierig, ne? Aber ich setze jetzt eh gleich Hector ab. Dann geht die Party ab, würde ich sagen. Bieten wir euch einfach nicht so viele Angriffsflächen, oder? Beziehungsweise den könnten wir auch anlocken. Das wäre für Hector eigentlich alles keine große Sache. Ihr habt ja eh alle Äxte und so. Das sollte eigentlich schon tanken können. Lass mal sehen. Moment, wo ist denn Hector gerade? Hier. Wir haben 23 Def aktuell. Was hast du ausgerüstet? Ein Stahlschwert jetzt leider gerade. Das hätte ich vielleicht noch umändern sollen. Aber davon abgesehen sollten wir eigentlich ganz gut durchkommen. Ich sehe da keine großen Probleme aktuell. Ein Glück, dass wir Pent als Healer noch dabei haben. Vielleicht ist es besser, wenn ich einfach mal hier bleibe. Dann würde mich der Typ noch nicht sofort... Doch, der würde mich erreichen. Er würde mich nicht erreichen, du würdest mich nicht erreichen. Gut, aber ich denke, dass Hector ganz gut durchkommen sollte. An und für sich. Glücklicherweise doppelt er die gerade so. Das ist sehr gut. Haben wir nicht wirklich eine großartige Wahl, ne? Würde ich dann aber auch fast so in Erwägung ziehen. Irgendwas muss ja auch passieren. Uff. Der erreicht uns noch nicht direkt, ne? Ist kein Problem, aber trotzdem. Der ist gespawnt mit einem Elfenlicht. Die Spawns sind hier teilweise wirklich ein bisschen fies. Da kann man, glaube ich, richtig leicht reinrasseln. Die KI könnte relativ leicht Zane favorisieren. Da die Hitrate so extrem unwahrscheinlich ist,
Sich beide treffen ist halt sehr unwahrscheinlich. Ich muss es eigentlich sogar aktiv wagen, dieses Risiko. Einfach aus dem Grund, dass ich meinen XP-Rank dadurch halt leichter verbessern kann. Und ich muss diesen Risk and Reward ganz viel spielen, leider. Das ist furchtbar. Mache ich ungerne, aber geht halt nicht anders. Ganz, ganz, ganz viel Risk versus Reward hier. Das ist immer das Unschöne hier mit den Rankings. Lovan könnte halt hier auch direkt schon mal ein bisschen Erfahrung generieren, ohne dass es wirklich problematisch werden sollte für ihn. Dafür gucken wir uns den Brigand nochmal im Detail an. Der hat jetzt einen Stahlachs mit 25 und eine Geschwindigkeit von 9, also Lovan wird ihn nicht doppeln. Ja, der Lovan hat einen Axtmeister, guck mal, das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Also man hat durchaus seine Optionen, so ist das nicht, aber ich würde ganz gerne den Schwertmeister eher anschwächen. Und ich habe auch keine Lust, dass der Brigand aber zum Dorf rüber rennt. Also wir sollten ihn schon jetzt einholen am besten. Das wäre schon nicht schlecht. Heißt, wir gehen das doch mal direkt hier hin. Okay, ist noch nichts passiert anscheinend. Interessant. Na gut, hier kommt ja niemand an uns ran. Und Berserk ist glücklicherweise gerade so der Range draußen, ne? Genau, habe ich jetzt gesehen. Das ist schon ziemlich cool. Ja, hier hätte ich halt nahezu keine Trefferquote, das ist witzlos. Wir können die Meisterlanze zwar benutzen, aber auch das ist so, Weil wir haben im Prinzip genug Zeit. Wir können jetzt ganz gemütlich immer wieder draufhauen. Und gut ist. Natürlich weicht er erstmal aus im Schlaf, weißt du. Ich finde sowas immer noch lustig. Im Schlaf ausweichen, Leute. Das ist schon sehr respektabel. Und immer heilen, wenn es geht. Ja, wir brauchen jeden Erfahrungspunkt auf dieser Karte. Alles, was zählt. Ich muss echt meine Level-Ups mal durchzählen. War schon was dabei, ne? Also, das ist letztendlich das Entscheidende. Weil wir werden definitiv noch irgendwas übrig haben, was wir später ausgleichen müssen. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Okay, die Festungen vielleicht auch zur Sicherheit mal mit besetzen. Ich glaube, das kann nicht schaden. Und sich vielleicht schon mal darauf einstellen, dass man Weihwasser braucht, weil da drüben Monks stehen. Dann stelle ich mich mit einem Langspeer rein und die Sache passt. Außerdem kommt Berserk dazu. Was die Sache auch ein etwas schwerer machen könnte dann. Okay. Sehr schön. Damit haben wir ihn zumindest rausgelockt. Natürlich trifft auch er jetzt seinen 50-50. Aber ja auch mit dem 50-50 getroffen. Dementsprechend bin ich doch ganz zufrieden. Dann erreicht er schon mal nicht das da oben, versteht ihr? Immerhin hier wird ausgewichen und es wird gecrittet. Wunderbar. Crits sind halt auch sowas. Das kann leicht uns helfen, solche Gegner noch wegzuräumen mit eigentlich sehr schwachen Einheiten. Und er ist immerhin sehr, sehr schnell, dürfte nahezu alles doppeln. Das ist noch ganz praktisch bei ihm. Ah ja, also doch. Sehr schön. Ich habe nicht umsonst den Axtmeister dabei. Damit kann man ausrasten. Finde ich gut so. Damit dürfte auch Hector eigentlich komplett sicher jetzt sein. Aber hier kommt große Gefahr auf uns zu. Die sammeln sich vor allem alle in der Mitte und das ist super gefährlich. Ich hoffe, jetzt bin ich eigentlich sehr froh, dass deine Wyvern Lord wenigstens angelockt wird. Wir müssen da sofort dann gleich raus. Das ist sonst super dramatisch. Das wird dann echt heftig sonst. Und den können wir auch nicht doppeln. Die machen nur ein Damage. Wow, beeindruckend. Immerhin, hier kann Hector echt viel rumreißen. Das sehe ich schon. Sehr gut. Oh ja, vor allem sind die dann sehr stark angeschwächt. Problem, jetzt sind oben die ganzen Wyvern-Einheiten. Eventuell muss ich das sogar nochmal neu spielen, weil es ist eindeutig. Hätte nicht gedacht, dass die so schnell an uns rankommen. Jetzt werden wir auch eingekesselt von den Nomaden-Troopern. Ich muss die Spawns verstehen lernen auf der Karte, das ist das Problem. Wenn ich die nicht auswendig weiß am besten, ist das echt ein Problem. Was wir machen können, ist irgendwie mit Ninis Anmut Geats reinzustellen. Die machen nämlich nicht sehr viel Schaden, die Nomaden-Soldaten. Das ist das Positive daran. Ich glaube, damit sollten wir arbeiten, ja. Allerdings ist das Hauptproblem ganz klar jetzt gerade hier. Also das ist definitiv das größte aller Probleme. Ja. So schade, wir haben da schon durchaus ein bisschen Schaden und so reindrücken können. Aber das wird zu viel des Guten. Kann man tief mitten rein ins Geschehen, kann uns ein bisschen abschirmen probieren. Okay, die machen nicht viel Schaden, das muss man schon sagen. Also, man kann noch optimistisch bleiben. Wir haben allerdings, ja, okay, die haben Rittertor, ja, da haben, ja, Meisterlanzen-Leute dabei. Da wird's richtig unschön. Na, ich hasse es sowieso. Auf Gegnerseite
Crit-Waffen zu haben. Das ist immer sowas, ich mag das auch balancing-technisch nicht unbedingt, dass dem Spieler nicht zu viel RNG ausgesetzt sein, okay. Uff, lieber was, was konsistent guten Schaden macht oder so, wo man damit umgehen muss, wo man weiß, okay, RNG ist nicht das größte Problem gerade. Wir haben Lanzenmeister dabei, also das ist generell ganz gut mit diesen ganzen Meisterwaffen hier. Irgendwie geschickt was umspielen ist immer ganz schön. Aber hier gibt es halt schon gravierende Probleme. Und da unten, da muss ich gucken, dass Hector den am besten direkt umboxen kann. Weil Resistenz ist... Oh, nicht unsere Stärke. Na, sieh mal einer an, das klappt ja wenigstens. Das ist gut. Uff, wir müssen vielleicht noch irgendwas reinporten. Da müssen wir mit Ninnis Anmut arbeiten. Wollen wir was reinporten oder wollen wir nicht lieber rausfliehen erstmal sogar? Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich den eingeschläfert habe hier. Vielleicht benutze ich mit Pent auch nochmal einen Schlaf. Das wird eine interessante Runde, ich sehe schon, Leute. Aber da setzen wir unsere Cliffhanger für den nächsten Part. Oh, Junge, Junge, das wird ein anstrengendes Kapitel. Das war so klar. Ich freue mich schon irgendwie drauf, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, oh boy. Diese Mitte hier, die ist fatal. Auch wenn das hier alles Waschlappen sind, das muss man da schon sagen, ne? Ich meine, wahrscheinlich kriegt Isadora nicht mal mehr ordentlich Schaden. Das Problem sind halt andere Einheiten. Ich meine, wir könnten den jetzt erledigen, dann könnten wir schnell Loban rausretten hier. Also beziehungsweise halt, ja, renn zurück, ne? Lass dich kurz heilen und gut ist oder so. Aber da müssen wir immer noch mit den Leuten da drüben umgehen, etc. Es wird nicht ganz einfach, das ist klar. Aber gut, das ist auch die größte Schlacht im Spiel und das Finale wird meiner Meinung nach um einiges leichter. Finale in FE7 finde ich ist super easy peasy, ne? Das hier ist tatsächlich, denke ich, auch das schwerste Kapitel so ziemlich insgesamt. Gerade wenn man halt auf seine Rankings achten muss, weil die Ranking-Bedingungen so hart sind. Die sind halt richtig brutal. Aber ich bin zuversichtlich, wir schaffen das schon, ne? Wir schaffen das. Wir sind auf bestem Weg, ja, wir sind schon ganz gut vorwärts gekommen. Das unten mit Tief war schon mal eine gute Idee, das Gebirge zu überfliegen. Das hat uns durchaus Zeit verschafft. Aber wir müssen jetzt hier mit den ganzen Einheiten relativ gut klarkommen. Und das wird verdammt schwer gegebenenfalls. Ich bin froh, dass dieser Berserk-Range nicht weit ist. Wir können also sehr gut diese Einheit umspielen. Aber es wird trotzdem ziemlich hart insgesamt so. Jetzt haben wir doch eine relativ stabile Resistenz, glaube ich, ne? Also ich könnte ganz gut auch darauf spekulieren, dass ich den Berserk umgehen kann. Wir müssen da tierisch aufpassen mit solchen Dingen. Melinus reinstellen in den Wald, dass er zur Zielscheibe wird, absolute Pflicht. Heute wieder beim Thema sind, Melinus nicht ranken oder so oder ihm keine Bewertung geben, total dumm. Melinus ist so nützlich für genau solche Sachen, aber egal. Bis zum nächsten Part, Leute.